Ja, vielen Dank für die Grußworte. Wir kommen zu unserem ersten Referenten. Es ist nicht, wie angekündigt, Kai Rüfer, aber ich erkläre Ihnen, wer da hinter mir sitzt. Er ist Jahrgang 78. Er studierte Rechtswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Er ist seit Januar 2008 Staatsanwalt. Er war 4 Jahre im Bereich Wirtschafts- und Steuersachen beschäftigt. Von 2012 bis 2013 war er bei der Generalstaatsanwaltschaft. Ab 2014 war er Referatsleiter im Hessischen Ministerium der Justiz. Dann war er für 1 Jahr Staatsanwalt bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz ZIT genannt, Z-I-T. Und seit Ende 2016 ist er Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und zeitgleich Pressesprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Da ich seine Vorträge kenne, habe ich mir mal Unterstützung mitgebracht. Viele kennen ihn. Es ist Großmeister Yoda aus den Star Wars Filmen. Und er hat so manch schlauen Satz gesagt. Aber einer lag mir wirklich am Herzen, ihn heute sicherheitshalber mit auf den Weg zu geben. Möge die weise Macht mit Ihnen sein. Und ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Oberstaatsanwalt Georg Ungefug. Vielen Dank, Herr Holler. Ich hoffe jetzt mal, dass die Technik funktioniert. Das müsste so, glaube ich, gehen. Ich hoffe, es ist gut zu sehen. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken für das zahlreiche Erscheinen heute bei der Veranstaltung, für die rege Teilnahme hoffentlich auch, und werde mich versuchen, so in den nächsten 45 Minuten, ich neige meistens dazu zu überziehen, deswegen werde ich immer ein bisschen Blickkontakt zu Herrn Hintermeier halten, damit ich gegebenenfalls dann ein Zeichen bekomme, falls es doch zu lang wird. Ich werde versuchen, Ihnen das Thema Darknet ein bisschen näher zu bringen, ein Thema, was uns vielleicht in den letzten Jahren schon zunehmend bewegt. Einige von Ihnen werden sich vielleicht auch fragen, was hat dieses Thema zunächst mal auch mit Prävention zu tun? Ganz einfach, weil in einer Mediengesellschaft auch dieses Thema sehr, sehr wichtig ist. Und vielleicht sagt Ihnen oder einigen von Ihnen der Name Shiny Flakes was. Shiny Flakes war ein Jugendlicher, ein 17-Jähriger aus Sachsen. Und dieser Jugendliche hat in seinem Kinderzimmer letztlich dann ein riesiges Drogenimperium aufgebaut. Und für dieses Imperium hat er nur eins benötigt, nämlich sein Zimmer und eine gewisse Infrastruktur, die man heute im Darknet und im Internet bekommt. Und natürlich folgte das Ganze ohne Kontrolle der Eltern, ohne dass die Eltern irgendwie was wahrgenommen haben. Aber er hatte hier eigentlich ein Unternehmen aufgebaut von gewaltiger Größenordnung und erhebliche Gewinne gemacht, ohne wirklich sein Zimmer zu verlassen und ohne sein Kinderzimmer in irgendeiner Weise dann ja, besonders in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern er hat wirklich ein marktwirtschaftliches Unternehmen geführt. Das alles macht heute das sogenannte Darknet möglich und ich versuche Ihnen das vielleicht ohne zu sehr technisch ins Detail zu gehen und ohne Ihnen vielleicht technische Einzelheiten zu erläutern, das ein Stück weit näher zu bringen. Sie werden heute keine Handlungsanleitung bekommen, Sie werden also nicht hier rausgehen und wissen, wie alles funktioniert, wie immer bestimmte. Dazu braucht man eine Sache, die ich nicht habe, die unsere Kriminellen aber meistens schon so ein bisschen mit haben, nämlich Zeit. Zeit, sich im Internet, im Darknet durchzuforsten, Angebote zu sortieren, Angebote zu suchen und anhand dieser Angebote dann eine bestimmte Entwicklungsstrategie, eine Taktik, ein kriminelles Unternehmen letztlich aufzubauen. Vielleicht 2, 3 Worte vielleicht nochmal zu der Einheit, von der ich komme. Ich komme von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, war in den Jahren 2015, 2016 für den Bereich Darknet da verantwortlich und wir sind eine Abteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, die sich um besondere Fälle der Internetkriminalität kümmert. Unsere Hauptansprechpartner sind das Bundeskriminalamt, das Hessische Landeskriminalamt und die Zollfahndungsämter und wir widmen uns eigentlich allen Bereichen der Internetkriminalität, also das, was man als klassisches Cybercrime heute versteht, nämlich Angriff auf Unternehmen, Datenausspähung, also die gesamte Palette von Angriffen bis hin zu Kinderpornografie, sexueller Missbrauch von Kindern und zuletzt dann auch seit dem Jahr 2014 auch dem Thema Darknet, wo wir uns schwerpunktmäßig auf Waffenhandel, auf Drogenhandel, auf Kinderpornografie im Darknet konzentrieren, aber auch auf sonstige Straftaten, die damit in Verbindung stehen. Lassen Sie uns vielleicht ein bisschen beginnen und ich komme auch gleich
zum Punkt, was ist eigentlich das Darknet? Über was reden wir, wenn wir über dieses Thema so sprechen? Es ist viel gesprochen in letzter Zeit, viel gesprochen worden in der letzten Zeit über dieses Thema. Ich denke aber nur, die wenigsten wissen faktisch, was dahinter sich verbirgt und über was man hier eigentlich spricht. Eigentlich ist das Darknet nichts anderes wie besondere abgeschottete Bereiche des Internets, die man nur mit spezieller Software erlangen kann und zu denen ich mir nur mit einer speziellen Software Zugang verschaffen kann. Der weit überwiegende Teil des Darknets ist über das sogenannte Tor-Netzwerk zu erreichen. Und Tor ist nichts anderes wie eine Software, die man dazu benötigt, um den eigenen Datenverkehr zu anonymisieren. Es ist nichts Schlechtes, sondern Tor-Software hat den Tor-Browser, den sogenannten Tor-Browser, haben viele heutzutage von uns. Wenn ich jetzt mal in die Runde frage, wer von Ihnen den Tor-Browser hat, dann tippe ich mal, dass ich vermutlich eine Quote habe von ungefähr 10-15%. Ich mache jetzt aber keine Umfrage, vielleicht auch noch weniger. Aber es ist nichts Ungewöhnliches, es ist nichts Außergewöhnliches, es ist nichts anderes, wie letztlich eine Möglichkeit, anonym zu kommunizieren. Wie funktioniert diese Software? Sie sehen es ja hinter mir. Diese Software macht nichts anderes, als einen Datenverkehr durch mehrere Knoten durchzuleiten, wobei zwischen den einzelnen Knoten eine Verschlüsselung stattfindet. Und das bedeutet, dass man am Ende dieses Netzwerkes, wo der Datenverkehr über mehrere Knoten läuft, eine völlig andere IP bekommt und der Datenverkehr für Unstrafverfolgungsbehörden nicht auslesbar ist. Wenn wir eine Telekommunikationsüberwachung fahren in einem bestimmten Verfahren und wir stellen fest, dass derjenige Tor nutzt, die Tor-Software nutzt, dann bekommen wir nur Datenmüll, um so zu sagen. Und zweitens, wenn jemand, der diese Software benutzt, auf eine bestimmte Seite zugreift und diese Seite protokolliert die Zugriffe, dann bekommt derjenige, der diese Seite protokolliert, auch nur die Tor-IP und nicht die eigentliche IP-Adresse des Anschlusses, den derjenige nutzt. Es ist also nichts anderes wie ein Tool, ein Mittel, um Kommunikation zu verschleiern. Wenn Sie sich das mal anschauen auf der nächsten Folie, der klassische Punkt ist ja, wenn ich das Internet nutze, dann nutze ich meine Datenverbindung und unter Nutzung dieser Datenverbindung greife ich dann über einen Server eine bestimmte Seite auf und greife auf diese Seite dann zu und auf dieser Webseite besteht dann die Möglichkeit, meine IP-Adresse, die ich benutze, die meinem Haushalt zugewiesen ist durch meinen Diensteanbieter, zum Beispiel die Telekom, dann mitzuloggen. Bei Tor läuft das Ganze über Knoten, wird verschlüsselt zwischendurch und am Ende bekomme ich die Adresse eines bestimmten Knotens. Jetzt haben Sie diese Knoten gesehen und werden sich vermutlich fragen, wo kommen die her? Wer macht diese Knoten? Wer stellt die her? Wer stellt die zur Verfügung? Und auch das ist ganz einfach. Das sind Menschen wie Sie und ich, also letztlich ganz normale Bürger, die ihre Computer oder ihre Serversysteme, natürlich Menschen mit einer gewissen technischen Affinität auch, zur Verfügung stellen, damit diese als Tor-Knoten arbeiten. Im Regelfall sind das Menschen, die sich als Internetaktivisten verstehen oder die einen Beitrag sozusagen zu Sicherheit im Internet, zu Anonymität im Internet leisten wollen und deswegen stellen sie letztlich ihre technische Infrastruktur zur Verfügung. Der Tor-Browser selbst bedeutet nichts anderes, dass er wie eine Tarnkappe arbeitet und eben diese Möglichkeit gibt, für jedermann sich absolut anonym im Internet zu bewegen. Es gibt zwei Seiten dieses Tor-Netzwerkes oder das, was man als Darknet heute bezeichnet. Die eine Seite ist die, dass wir in vielen Staaten oder Regimen, wo Menschen es schwierig haben, staatlicher Verfolgung zu entgehen, das Ganze zur Kommunikation nutzen und versuchen, mit diesem Browser letztlich unentdeckt zu arbeiten, unentdeckt zu kommunizieren und unentdeckt bestimmte Aufgaben wahrzunehmen. Auf der anderen Seite schafft dieses Tool, dieser Browser, letztlich auch eine Möglichkeit, Straftaten zu begehen oder einen Bereich des Internets abzuschirmen und damit letztlich dann auch effektiv für die Begehung von Straftaten zu machen. Jetzt werden Sie sich fragen, wo bekomme ich diese Software? Überall im Internet, auf Seiten von bestimmten Zeitschriften oder von bestimmten Internetmagazinen. Und man lädt sich diese Software ganz, ganz einfach schnell runter, installiert sie sehr schnell auf dem PC und bekommt dann letztlich dann diesen Hinweis, beziehungsweise Sie sehen ja, das sieht aus wie ein ganz normaler Browser, als wenn Sie jetzt Ihren Firefox-Browser oder Internet Explorer aufmachen, nichts Außergewöhnliches. Und das ist der Weg ins Darknet. Von hier komme ich in den verschlüsselten Bereich des Internets und kann bestimmte Seiten aufrufen, die letztlich auch nichts anderes wie das Darknet sind. Eigentlich geht es hier nur um Verschlüsselung. Eigentlich bedeutet diese Technologie nichts anderes wie die Möglichkeit, verschlüsselt Datentransfer zu betreiben und verschlüsselt bestimmte Internetinhalte im Internet zur Verfügung zu stellen.
Verschlüsselung ist heute ja nichts Negatives. Es ist ja etwas, was auch von Politikern, von höchsten Würdenträgern empfohlen wird. Es ist jetzt nichts, was in irgendeiner Weise jetzt sozusagen den Anschein für Kriminalität oder für irgendwelche dunkle Machenschaften bedeutet. Warum ist das Tor-Netzwerk zu dem geworden, was man heute Darknet bezeichnet? Weil das Tor-Netzwerk auch die Möglichkeit gibt, bestimmte Inhalte über das Tor-Netzwerk zugänglich zu machen, die ich über das normale Internet nicht finde. Und das sind die sogenannten Tor-Hidden Services. Die haben eine bestimmte Adresse, die ich mit diesem Browser erreichen kann. Diese Adresse hört nicht auf wie das, was wir kennen mit .de oder .com, sondern die hat am Ende die Kennung Onion und sammelt sich im Regelfall, stellt sich zusammen aus irgendwelchen Buchstaben und Zahlen. Und diese Seite kann ich nur nutzen, finden, auffinden und benutzen, wenn ich diesen Browser installiert habe und wenn ich mit dieser Software arbeiten kann. Mit dieser Software zu arbeiten, ist in Wirklichkeit kinderleicht. Für uns bedeutet das, dass wir diese Webseiten, und die zeige ich Ihnen gleich im nächsten Schritt, nicht finden, grundsätzlich nicht finden können, weil sie nur über das Tor-Netzwerk zugänglich sind, weil wir also nicht wissen, ist diese Seite jetzt möglicherweise bei dem deutschen Diensteanbieter Hetzner oder ist diese Seite vielleicht bei Microsoft oder Google in den USA. Das ist für uns auf den ersten Blick nie feststellbar und wir sind hier häufig auf besondere Ermittlungsmaßnahmen angewiesen oder auf Hinweise aus der Szene selbst oder auf unsere letztlich ja, verdeckt operierenden Beamten, um hier Hinweise zu bekommen. Was sind diese Tor-Hidden Services? Das ist nichts anderes wie sogenannte Marktplätze, die man über das Darknet erreichen kann. Sie sehen hier so eine der ersten Darknet-Plattformen, die im Darknet dann zu erreichen waren oder die im Darknet zu finden waren. Sie sehen optisch aus wie ganz normale Handelsplattformen, ganz normale Handelsmärkte, auf denen sich viele Verkäufer und Käufer tummeln. Optisch sehen sie aus wie eBay und Amazon, das heißt, sie haben auf der linken Seite dann die grobe Aufteilung an Gütern, die man finden kann, nur dass es eben diesmal nicht Elektronikwaren, Getränke oder sonstige Klamotten, ähnliches Gegenstände sind, sondern es sind Drogen, Waffen, eigentlich alles, was illegal ist und alles, wofür man im legalen Leben, im normalen Leben auch erstmal sich irgendwo im Dunkeln tummeln müsste, irgendwo im Dunkeln eine Kontaktperson haben muss. Hier ist es offen zugänglich, frei zugänglich und die Seiten sehen optisch aus wie ganz normale Internetseiten. Es hat sich hier, das werde ich in dem weiteren Verlauf des Vortrags zeigen, eine Marktwirtschaft etabliert. Das bedeutet, dass Händler, Betreiber von Seiten, Käufer nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen arbeiten. Händler versuchen, so viel wie möglich zu verkaufen. Wenn ein Händler auf dieser Seite verkauft, auch das sind Erkenntnisse, die wir haben, dann engagiert er häufig professionelle Fotografen, um Rauschgift besonders schön zu fotografieren, um besonders wirkungsvolle Aufnahmen zu bekommen, damit das die Kunden, die das kaufen wollen, anspricht. Und er versucht, seinen Absatz zu steigern. Er versucht, positive Bewertungen zu finden. Er versucht, Kunden glücklich zu stellen, in Anführungszeichen, um mehr zu verkaufen. Es ist eine marktwirtschaftliche Ebene, eine Parallelgesellschaft im Dunkeln, die sich hier etabliert hat und die weiterhin floriert, muss man sagen, und weiterhin in einer steigenden Entwicklung ist. Was gibt es auf diesen Darknet-Marktplätzen? Ich versuche Ihnen einen groben Überblick zu geben, was es dann letztlich ist. Natürlich Rauschgift. Rauschgift ist der Verkaufsschlager Nummer 1 im Darknet. Hier findet man von einfachen Drogen, synthetischen Drogen, Cannabis bis hin zu schweren Drogen, Kokain, aber auch Heroin, von vielen Verkäufern, die das hier anbieten, und zwar in rauen Mengen. Versandt wird häufig aus der ganzen Welt und es sind, wie gesagt, viele Verkäufer, die sich hier eine Wettbewerbssituation hergestellt haben, die sich einen Wettbewerb liefern. Was gibt es noch? Einer der Schwerpunkte in meiner Tätigkeit oder in den letzten 2 Jahren bei der Zentralstelle war der Waffenhandel. Auch Waffen gibt es da nach wie vor, auch wenn der Markt kleiner geworden ist, auch wenn die Händler hier deutlich im Verborgenen inzwischen agieren und nicht mehr so offen verkaufen, wie ich, als ich angefangen habe 2014. Aber es gibt immer noch diese Szene, das heißt, man bekommt im Darknet immer noch eine Menge Waffen, und zwar alle möglichen Waffen von Pistolen, halbautomatischen Schusswaffen bis zu vollautomatischen Schusswaffen, Waffen, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Auch hier von überall versandt, weltweit versandt teilweise, aus einer Vielzahl von verschiedenen Ländern. Und im Regelfall, Sie sehen es ja hier, man macht immer eine Aufnahme von dem Gegenstand, den man verkaufen möchte, versucht diese Aufnahme so schön wie möglich zu machen und verkauft letztlich dann das Ganze, wie, werde ich Ihnen im Weiteren nochmal zeigen, auf welche Art und Weise. Was gibt es noch? Man kann sagen, das Darknet hat sich eigentlich zu einem Bereich entwickelt, wo alles verkauft wird, für das es keinen richtigen Markt gibt.
für das es also nur einen Schwarzmarkt geben muss. Das heißt, alle möglichen Güter, das können auch radioaktive Stoffe sein oder ähnliches, auch chemische Waffen, biologische Waffen, auch das findet man hier. Vielleicht werden einige sagen, naja, sind das vielleicht Betrüger, die versuchen hier ganz viel Geld abzuknöpfen für Gegenstände oder für Stoffe, die sie nicht haben. Das sind durchaus nicht Betrüger, sondern da gibt es tatsächlich Personen, die dieses Angebot haben, aber keinen wirklichen Abnehmer dafür finden, weil ihnen die Kontakte dafür fehlen. Und als Anbahnungsplatz dafür dient das Darknet. Da werden solche Güter, für die ich einen normalen Markt nicht habe, angeboten und verkauft. Was gibt es noch? Es ist schon angesprochen worden, natürlich Falschgeld. Falschgeld bekommt man im Darknet in rauen Mengen. Das ist ein Problem, was inzwischen auch die EZB zur Tagesordnung gerufen hat. Sie bekommen wirklich Falschgeld in allen möglichen Qualitätsarten. Schlechter Qualität, günstig, sehr guter Qualität, etwas teurer. Der Verkäufer gibt im Regelfall dann auch Tipps, wo man es am besten los wird, abends in einem Casino, in einer bestimmten Diskothek, wo man möglicherweise nicht so sehr darauf achtet, ob es falsch ist oder nicht. Aber auch das gibt es hier, wie gesagt, in rauen Mengen und zwar in großer Hülle und Fülle. Angebote variieren, es gibt viele Verkäufer, die das anbieten und das ist auch für uns ein Thema in der Ermittlungspraxis, weil wir dann auch inzwischen den Bereich Falschgeld versuchen aufzuklären, aufzudunkeln. Was gibt es noch? Dokumente. Gefälschte Dokumente. Auch hier, alles, was das Herz eigentlich begehrt, müsste man sagen, aus Sicht des Kriminellen, angefangen vom Führerschein bis hin zu Personalausweisen aus allen möglichen verschiedenen Ländern, alles, was man benötigt im Grunde genommen, um eine bestimmte Straftat zu begehen. Heutzutage ist es überhaupt kein Problem, sich in irgendeinem Bereich des öffentlichen Lebens mit gefälschten Personalien, mit gefälschten Dokumenten irgendwie was einzurichten. Warum? Weil man so einen Ausweis, einen gefälschten Ausweis, und zwar in keiner schlechten Qualität, etwas, was vielleicht auf dem ersten Blick im behördlichen Mitarbeiter oder Mitarbeiter einer anderen Einrichtung nicht auffällt, ganz schnell besorgen kann. Ausweise sind im Regelfall ein bisschen teurer, also da zahlt man durchaus dann auch schon mal 1.000, 1.500 Euro, um einen guten deutschen Personalausweis, der gefälscht ist, zu bekommen. Aber diese Angebote gibt es, und zwar auch, man muss sagen, inzwischen in rauen Mengen. Man kann sich für einen Käufer entscheiden, man kann um einen Preis falschen, man kann letztlich dann Kaufangebote vergleichen. Wie ich es Ihnen gesagt habe, es ist eine Marktwirtschaft, es hat sich hier eine parallele Marktwirtschaft letztlich herausgebildet. Ansonsten gibt es da hilfreiche Geister, wie wir immer sagen, die demjenigen, der vielleicht Geld hat, aber sich die Beschaffung einzelner Werkzeuge für die Begehung einer Straftat vielleicht ersparen möchte, auch dafür gibt es Netzwerke im Darknet oder Anbieter, die ihnen das gesamte Dienstleistungspaket letztlich dann geben. Also Leute, die ihnen über das Darknet angebahnt dann eine konspirative Wohnung anbieten, ein Auto mit gefälschten Personalien anmieten, vielleicht dann auch nochmal eine Packstation, ein Bankkonto etc. Alles, was im Grunde genommen machbar ist mit gefälschten Personendaten. Also Sie sehen es auch hier, auch das ist etwas, was zeigt, dass sich hier eine Schattenmarktwirtschaft herausgebildet hat, weil auch hier alles, was wofür der Markt da ist, in der Schattenwelt, auch Anbieter gibt und Abnehmer gibt. Natürlich gibt es auch das. Jetzt werden Sie sich natürlich fragen, ja gut, stimmt das denn? Da kann ich Ihnen auch die ganz ehrliche Frage geben, ich weiß es nicht. Wir hatten bisher keinen einzigen Fall, wo tatsächlich dann ein Auftragsmörder über das Darknet engagiert wurde. Fakt ist, diese Angebote gibt es. Fakt ist, wenn so eine Aktion mal stattfindet, wird es vermutlich keine Anzeige geben. Auch das können Sie sich vorstellen, wenn eine Vorkasse für einen Auftragsmord verlangt in Höhe von 10.000 Euro oder 10.000 Dollar und der Auftragskiller kommt seinem Auftrag nicht nach, dann wird derjenige, der den Mord beauftragt hat, keinesfalls zu Polizei laufen und sagen, ich möchte jetzt mal hier mich als Betrugsgeschädigten outen, das macht keiner. Dementsprechend schließen wir nicht aus, dass es diese Fälle gibt, aber ich kann Ihnen dazu keine ehrliche Antwort oder keine Antwort geben, die unseren Erfahrungswerten entspricht. Wir haben bisher so einen Fall nicht gehabt. Wir wissen nur, dass es diese Angebote gibt, schließen nicht aus, dass es solche Machenschaften auch hier in tatsächlich angebotener Weise von den Tätern auch entsprechend gibt. Lassen Sie mich noch mal kurz den Blick zurückfinden oder beziehungsweise den Weg zurückfinden zu diesem marktwirtschaftlichen Charakter, den die Szene hat. Diese Plattformen heute haben Bewertungssysteme. Das heißt, der Kunde, der irgendwie Rauschgift kauft oder eine Waffe kauft, hinterlässt im Regelfall eine Bewertung. Er schreibt dann zum Beispiel zum entsprechenden Verkäufer,
super Lieferung, alles gut gelaufen, sehr schneller Kauf, netter Kontakt, alles, was man sonst aus eBay kennt oder das man sonst von der Amazon kennt. Also schlicht und einfach dann ein Lob, ein Dankeschön an den Verkäufer, damit der sich zufriedener fühlen kann. Und Sie können sich vorstellen, dass die Menschen, die in dieser Schattenwelt agieren, die Verkaufsgeschäfte tätigen, sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass die Bewertungen gut sind. Das bedeutet, dass man im Einzelnen dann auch Gespräche führt mit dem Käufer, wenn was schiefgelaufen ist, wenn irgendwie was nicht funktioniert hat und versucht, die Angelegenheit wieder zu reparieren, damit es keine schlechte Bewertung gibt. Das ist eine marktwirtschaftliche Struktur, die sich hier etabliert hat und von diesen Bewertungen hängt sehr viel ab. Es ist ein Kampf inzwischen um Marktanteile, den große organisierte Gruppen in Bezug auf das Rauschgift hier führen und das bedeutet, man versucht mit allen Mitteln Umsätze zu steigern, so viel wie möglich zu verkaufen und zusehen, dass man möglichst lange unentdeckt in diesem Bereich auch operieren kann. Dann gibt es alle möglichen Anreize für Käufer, Verkäufer, Darknet-Handel zu betreiben. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, wenn man neue Käufer werbt, neue Verkäufer werbt, an den Umsätzen der Neuankömmlinge auch zu profitieren. Oder man bekommt einen bestimmten Bonus dafür, dass man neue Verkäufer beworben hat, dass man möglicherweise auch weitere Umsätze herbeigeführt hat. Auch hier sehen Sie komplett marktwirtschaftliche Strukturen, absolut letztlich dann unserer realen Welt nachgebildet, nur eben im Verborgenen, im Dunkeln und mit Waren, die illegal sind und mit Geschäften, die illegal sind. Der aktuelle Marktführer, wenn es um das deutsche Darknet geht, ist oder um allgemein ins Darknet geht, ist die Plattform Alphabay. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige von Ihnen was davon gehört. Alphabay ist sozusagen das aktuelle eBay, Amazon und Karstadt in einem. Eine riesige Plattform mit einer Vielzahl von Gütern. Alphabay ist der letzte verbliebene große Anbieter, die letzte verbliebene große Plattform, nachdem, wie Sie wissen, in der Vergangenheit größere Plattformen wie Silk Road 1, Silk Road 2 abgeschaltet wurden oder einige sich zurückgezogen haben, weil möglicherweise dann Befürchtungen da waren, wie zum Beispiel Agora, dass Ermittlungsbehörden da eventuell schon auf der Spur sind. Es gibt Fälle, wo sich derartige Plattformen, so wie Alphabay in diesem Fall, schlicht und einfach vom Markt zurückziehen und nicht weiter auf Kundenanfragen reagieren. Das muss nicht zwingend das Ergebnis von Ermittlungsarbeit sein, dass eine Plattform vom Markt verschwindet. Häufig stehen auch sogenannte Exit-Scams dahinter. Exit-Scam bedeutet nichts anderes wie der Rückzug eines bestimmten kriminellen Anbieters aus dem Marktgeschehen, und zwar mit dem Ziel, mit den auf der Plattform geparkten Geldern, Bitcoin-Geldern, letztlich dann diese Gelder abzuräumen und komplett vom Markt zu verschwinden. Die Gelder, die da sind, sind Kundengelder, Gelder von Verkäufern, Käufern, die hier verwaltet werden. Und letztlich sind diese Rückzüge, würde man sagen, aus dem Geschehen auch vielfach dem geschuldet, dass sich die kriminellen Betreiber einfach mal, nachdem sie genügend Geld gemacht haben, schlicht und einfach vom Acker machen, sage ich mal jetzt ganz salopp. Auch das kann es sein. Vielleicht merken Sie sich einfach mal Alphabay. Alphabay ist so der absolute aktuelle Klassiker und der größte Anbieter, den wir im Darknet haben. In Deutschland ist die aktuell bekannteste Plattform im Darknet nicht eine Handelsplattform, sondern ein sogenanntes Forum. Forum, das wissen Sie, ist eigentlich so eine Plattform, wo ich mich mit Leuten unterhalten kann, wo ich ein Posting verfassen kann, da können andere was dazu schreiben, dann entwickelt sich eine Diskussion, man kann da vielleicht auch Bilder posten oder bestimmte Inhalte dann auch teilen, auf sich aufmerksam machen. Also auf den ersten Blick nichts Verfängliches, nichts Außergewöhnliches. Die bekannteste Plattform ist das sogenannte Deutschland im Deep Web, das sehr, sehr stark von deutschen Nutzern frequentiert wird. Und auf den ersten Blick sieht das Ganze wie ein ganz normales Forum aus, das sehen Sie. Wenn wir mal ein Stückchen weitergehen, dann sehen wir, okay, es gibt auch Forenabschnitte, wo das dann nicht mehr normal wird, wo man dann auch bestimmte Sachen kaufen kann, die illegal sind, wo ich mich nicht bloß irgendwie über was diskutiere, unterhalte, sondern hier gibt es sämtliche Arten von kriminellen Gütern, kriminellen Dienstleistungen, die man sonst im Internet bekommt, bis hin zu besonderen speziellen Cybercrime-Services, das können auch gehackte Daten sein, das können aber auch einzelne Sicherheitslücken sein, die hier verkauft werden, also etwas, wofür es insgesamt keinen Markt gibt. Über diese Darknet-Foren, so wie Deutschland im Deep Web, werden dann auch dunkle Geschäfte entsprechend angebahnt und dann gibt es einen Anbieter, der Anbieter bietet dann in dem Fall zum Beispiel Drogen an,
setzt bestimmte Preise fest. Sie werden sehen, das ist ein reales Marktgeschehen. Das heißt, da gibt es Angebote, da gibt es Kaufproben, alle Mittel, Möglichkeiten, die Verkäufer letztlich heute nutzen, um Kunden zu gewinnen, um mit Kunden näher in Kontakt zu kommen und möglichst viel zu verkaufen. Man versucht, kundenorientiert zu arbeiten. Man sagt den Kunden ganz genau, da bin ich im Urlaub, da bin ich offline, da bitte nicht kontaktieren, und versucht, überall gute Stimmung zu machen. Und wie ich es Ihnen gesagt habe, hier werden professionelle Fotografen engagiert, um einfach mal möglichst effektvolle Bilder zu machen, damit die Kunden das Ganze auch ansprechend finden und möglichst viel davon zu kaufen. Man kann Proben kaufen. Es ist etwas, was letztlich dann die Bedeutung und die Gefahr des Darknets deutlich wird. Das Ganze senkt die Hemmschwelle. Das heißt, für einen Jugendlichen oder heranwachsenden Nutzer ist das ganz besonders verlockend, hier mal was sich zu beschaffen oder hier was zu kaufen, möglicherweise auszuprobieren, weil die Schranke oder die Hemmschwelle hier sehr, sehr gering ist und man eigentlich sich nicht in eine dunkle Ecke des Bahnhofsviertels in Frankfurt auf die Kaiserstraße, in die Niederstraße begeben muss, sondern man kann hier letztlich übers Internet was bestellen, nach Hause bekommen, es heimlich auszuprobieren, ohne dass es Eltern nicht merken, ohne dass es vielleicht andere Beteiligte nicht merken. Dann gibt es sogenannte Vendor-Shops, auch das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Vendor-Shops sind letztlich nichts anderes wie Internetgeschäfte. So wie bestimmte Anbieter ihre Internetgeschäfte haben. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel einen großen deutschen Anbieter, der Computer, Software, Festplatten und so weiter verkauft, der hier auch im Mittelhessischen sitzt. Auch sowas Ähnliches gibt es dann auch im Internet, nur dass diese Shops, die ausschließlich von einem Verkäufer kommen, eben alle Arten von Drogen anbieten, und zwar in einem eigenen Geschäft, damit sie jederzeit absolute Kontrolle haben über die Verkaufsaktivitäten, damit sie sich nicht auf eine von Dritten geführte Plattform begeben müssen und auf dieser Plattform dann möglicherweise riskieren müssen, dass die Gelder weg sind, weil die Plattformbetreiber sich aus dem Marktgeschehen zurückziehen. Auch das ist eine Erscheinung, die relativ häufig inzwischen ist und wo auch Drogen im Darknet ganz normal gekauft und verkauft werden. Ich habe Ihnen ja zu Beginn gesagt, dass Sie im Darknet keine normale Suchmaschine benutzen, beziehungsweise man braucht dafür eine spezielle Software. Und um diese ganzen Angebote zu bekommen, muss ich auch eine bestimmte Suchmaschine haben. Und da gibt es mehrere von. Die bekannteste ist Scrams. Da sehen Sie, das ist eigentlich Google nachgebildet, komplett wie Google gestaltet. Und mit dieser Software oder mit dieser Suchmaschine versuchen letztlich Käufer in dem Bereich des Darknets, sich die besten Angebote zusammenzustellen. Und zwar diejenigen Käufer, die möglicherweise nicht jede einzelne Handelsplattform abcrawlen und versuchen da irgendwie zu schauen, wer verkauft wie viel, sondern sie geben dann Heroin ein mit dem und dem Herkunftsland und versuchen dann eben von allen Plattformen Angebote zu bekommen und entscheiden sich dann für ein bestimmtes Angebot. Das ist also ganz essentiell, weil das Darknet inzwischen so eine Bedeutung und so eine Größe erreicht hat, dass man ohne Suchmaschinen in diesem Bereich nicht auskommt. Wir hatten angesprochen den Tor-Browser, die Software, die ich dafür benötige, die Suchmaschine. Und jetzt werden sich einige wahrscheinlich fragen, okay, da war was mit Alphabet, da war was mit Deutschland im Deep Web, wie komme ich denn drauf? Dafür gibt es bestimmte Internetseiten, auch im normalen Internet, aber auch im Darknet, über die ich die Kennung dieser Seiten, die Adressen, die Internetadressen dieser Seiten bekomme. Und wenn ich diese Adressen finde, Sie sehen es ja hier, dann gebe ich die einfach mal in die Browserzeile ein und lande dann auf der entsprechenden Plattform oder bei der entsprechenden Suchmaschine. Das heißt, das ist der nächste Schritt, den ich in diesem Bereich wählen muss, damit ich mich auf eine bestimmte Plattform im Darknet dann auch bewegen kann. Wenn Sie es interessiert, es gibt eine Webseite, die so ein bisschen aus der Szene kommt, die das Marktgeschehen aus Szene-Sicht auch beleuchtet. Das ist die Seite deep.web. Da gibt es dann auch den aktuellen Market Chart, also eine Übersicht, welche Märkte jetzt ganz besonders aktuell gut gewertet sind, welche Märkte vielleicht jetzt aktuell nicht aktiv sind oder wenig Kunden haben. Also eine schöne Übersicht, über die man sich einen guten Einblick verschaffen kann und dass man sich ja sehr, sehr gut eigentlich zu Gemüte führen kann. Einziger Nachteil ist, die Seite ist auf Englisch. Das heißt, man muss sich dann schon mit bestimmten englischen Fachbegriffen auch durchquälen. Ganz kurz nochmal, ich hatte es angesprochen, was sind eigentlich die wichtigsten Handelsgüter, die man im Darknet findet? Platz 1, ganz klar, Verkaufsschlager Nummer 1 sind Drogen. Auf Platz 2 kommt die Kinderpornografie, da werde ich Ihnen weiter noch ein bisschen was zeigen. Kinderpornografie wird im Darknet ebenfalls angeboten, und zwar in rauen Mengen, aber auch verkauft.
Das heißt, es gibt Handelsseiten, Seiten, auf denen Kinderpornografie zum Verkauf angeboten wird. Und das ist ein relativ großes Angebot, was hier entstanden ist. Vielleicht können Sie sich denken, welchen Nachteil letztlich dann kinderpornografische Angebote im Darknet über das Tor-Netzwerk haben. Täter wollen heute möglichst viele Videos in guter Qualität sozusagen sich anzeigen lassen, streamen lassen, wie man heute sagt. Das Tor-Netzwerk ist sehr langsam. Dadurch, dass dieses Netzwerk den Datenverkehr über mehrere Knoten leitet, verlangsamt sich die Geschwindigkeit und das führt dazu, dass sich große Videos oder hochkarätige Videos mit einer hohen Qualität dann letztlich sehr, sehr langsam nur bekomme. Deswegen ist das Tor-Netzwerk für Kinderpornografie, was Streamingdienste angeht, nicht so attraktiv, aber um vielleicht einfach mal zu erfahren, wo bestimmte Inhalte abgelegt sind und diese Inhalte an anderen Stellen sich holen. Kinderpornografie, wie gesagt, auch nach wie vor ein ganz großer Brennpunkt im Darknet. Dann folgt als nächstes alles Mögliche mit ausgespähten Daten. Also wenn Sie heute einfach mal einen Blick drauf werfen, dann werden Sie sehen, da werden Datenblöcke gehandelt mit 10.000 Kundendaten, 20.000 Kundendaten, 100.000 Kundendaten. Also in rauen Mengen letztlich dann, die irgendwo bei Unternehmen oder Behörden abgeflossen sind oder Universitäten. Auch das wird angeboten und zwar in großen Mengen. Und zum Schluss kommen dann die sogenannten Cybercrime Services, also die Angebote, um Angriffe auf Unternehmen und Behörden zu fahren. Das kann alles sein. Das kann eine Möglichkeit sein, eine bestimmte Webseite eines Geschäfts lahmzulegen. Wenn Sie sich vorstellen, ein mittelhessisches Unternehmen, was übers Internet arbeitet, übers Internet Dinge verkauft, ein legales Unternehmen, wenn dessen Webseite angegriffen wird und einfach mal 10 Stunden vom Netz ist, dann bedeutet das riesige Einbußen, dann bedeutet das riesige Umsatzverluste und riesige Einnahmenverluste. Und solche Dienste werden hier angeboten. Man muss heute kein Informatiker sein, um solche Angriffe zu fahren. Man findet einfach diejenigen, die sowas anbieten im Darknet oder auch auf bestimmten Internetplattformen und kann diese Angriffe durchführen, ohne selbst Techniker sein zu müssen. Ganz kurz, weil wir das Thema Rauschgift angesprochen haben, ich will Ihnen eine knappe Übersicht geben über das, was letztlich im Darknet an Drogen am meisten gehandelt wird. Das ist, wie gesagt, der absolute Verkaufsschlager. Sie sehen an dieser Übersicht, das sind eigentlich hauptsächlich synthetische Drogen. Da liegt auch die große Gefahr für Jugendliche, weil natürlich synthetische Drogen diejenigen sind, die von Jugendlichen am ehesten noch ausprobiert werden, weil das vielleicht von einigen als hip, als cool bewertet wird, weil man das irgendwo abends in der Diskothek nehmen kann oder in einem Club und dann ist die Hemmschwelle noch deutlich geringer und gerade diese Drogen sind eigentlich der Verkaufsschlager Nummer 1 im Darknet und werden am meisten verkauft. Zum Schluss folgen dann auch andere Drogen, auch Kokain zählt dazu, Cannabis natürlich, aber synthetische Drogen werden am meisten verkauft und darin liegt auch die größte Gefahr. Vielleicht schauen Sie sich mal nach, und machen sich einige Gedanken bei der nächsten Folie. Das ist eine Statistik einer anerkannten Drogenauswertungsstudie. Da werden auch Personen befragt, in ganz vielen Ländern, in verschiedenen Ländern, danach, ob sie schon mal über das Darknet was gekauft haben, was Drogen angeht. Und Sie sehen ja, am Anfang kommen ganz, ganz viele Länder und irgendwann kommt zum Schluss dann auch Deutschland. Sieht vielleicht auf den ersten Blick sozusagen noch gut aus. Man könnte sagen, naja, in anderen Ländern ist das Problem offensichtlich viel größer, viel stärker oder viel intensiver. Ich sage Ihnen meine These, nein, so ist es nicht, wir stehen nur am Anfang einer Entwicklung. Das heißt, die Zeit wird kommen und wenn nicht gerade große Anstrengungen unternommen werden, dann ist Deutschland möglicherweise auch in den vorderen Rängen ganz schnell wiederzufinden in den nächsten Jahren. Weil diese Entwicklung bei uns erst vor wenigen Jahren angefangen hat, aber immer noch andauert und immer noch große Wirkungen zu erwarten sind. Jetzt komme ich zu einem Punkt, der eigentlich so ein bisschen auch wieder dieses klassische Verhältnis oder dieses klassische Denkmuster, was Darknet angeht, so ein bisschen unterstreicht. Und deswegen gibt es auch viele Befürworter, die sagen, Darknet, was wollt ihr da eigentlich? Ihr wollt jetzt nicht unbedingt das gesamte verschlüsselte Internet vom Netz nehmen. Das hat doch auch positive Seiten. Es gibt nicht wenige, die sagen, auch der Drogenhandel im Darknet hat positive Seiten. Warum? Weil das bestimmte Vorteile hat für diejenigen, die Rauschgift konsumieren, die abhängig sind und die dementsprechend dann diese Vorteile entgegennehmen können. Das sehen Sie an der nächsten Studie. Es gibt, welche Vorteile hat das Darknet gegenüber dem klassischen Ankauf von Drogen? Und die Vorteile, auch die werden von Aktivisten, die das Darknet, die dann Rauschgifthandel im Darknet verteidigen, immer wieder vorgebracht. Die sagen zum Beispiel, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Konsument, der rauschgiftabhängig ist, irgendwo verprügelt wird, irgendwo physische Gewalt erleiden muss, ist bei dieser Art des Verkaufs oder des Einkaufs von Drogen ziemlich gering.
weil ich bekomme das übers Internet geliefert. Also wird das Ganze gewaltfreier, also wird das Ganze möglicherweise dann nicht irgendwo im Dunkeln stattfinden, sondern offen. Und möglicherweise sind es eigentlich nur Vorteile, die das Darknet, die der Drogenhandel übers Darknet auch bietet. Deswegen gibt es nicht wenige. Und wir stehen mit diesem Thema nicht immer sozusagen als die Positiven da, die sagen, man muss Rauschgiftkriminalität auch im Darknet zu bekämpfen. Es gibt nicht wenige, die sagen, nein, eigentlich nimmt das Ganze dem doch Gewalt weg. Eigentlich wird es doch dann gewaltfreier, als es in der realen Welt ist. Wir sehen das anders, weil es einfach sehr, sehr viele Punkte und sehr, sehr viele Aspekte gibt, die diese Kriminalitätsform einfach sehr, sehr gefährlich macht und für uns auch schwerer zu ermitteln, schwerer aufzuklären. Ansonsten, Sie müssen heute, um ins Darknet zu gelangen, eigentlich nicht weit suchen. Man bekommt auch im allgemeinen Internet dann alle möglichen Anleitungen. Es gibt eine Seite drogenkaufen24.de, wo letztlich hilfreiche Tipps gegeben werden, wie man, und dann sehen Sie wieder diese Denke, die dahinter steht, nämlich eigentlich ist das Ganze doch vorteilhaft. Eigentlich kann doch keiner was dagegen haben, wenn ein armer Konsument nicht irgendwo im Bahnhofsviertel in Frankfurt möglicherweise physische Gewalt erleidet, sondern auf diesem Wege sein Rauschgift bekommt. Ja? Gibt, wie gesagt, mehrere Seiten, mehrere Blogs, wo bestimmte Handlungsanleitungen da sind. Ich erspare Ihnen jetzt die genau, aber mit Hilfe von Google findet man ja heutzutage eigentlich weitgehend alles. Jetzt werden sich viele von Ihnen fragen, okay, ich weiß, wie ich das übers Internet, übers Darknet bestellen kann, aber wie mache ich das, damit ich möglicherweise unentdeckt bleibe als Täter, der sich gerade eben eine Waffe übers Darknet gekauft hat oder Rauschgift übers Darknet gekauft hat. Und das Darknet ist heute nichts anderes wie eine Tätigkeit, eine Kriminalitätsart, die letztlich alle Bereiche anonymisiert. Und dazu gehört auch die Lieferung. Auch die Lieferkette wird anonymisiert. Was machen die Täter? Die Täter beschaffen sich letztlich sogenannte Haustrops oder auch Briefkastendrops genannt und Packstationen. Packstation, ich weiß nicht, ob einige von Ihnen das nutzen, eigentlich ein total bequemer, fantastischer Dienst der Deutschen Post, aber auch eben von Kriminellen benutzt. Wenn man heute im Internet mal nachschaut, auf bestimmten illegalen Seiten oder auch im Darknet, dann findet man gehackte Packstationen oder man findet Packstationen, die mit gefälschten Personendaten eingerichtet wurden. Sie erinnern sich, gefälschte Personalausweise oder Ausweisdokumente finde ich auch da. Und so ist die Möglichkeit natürlich für Kriminelle ganz, ganz schnell hier 10 Packstationen mal einzurichten und übers Darknet oder im Internet zu verkaufen. Und damit habe ich die Möglichkeit, unentdeckt zu bleiben und letztlich eine bestimmte Lieferung, die Waffe, die ich bestellt habe oder das Rauschgift, das ich bestellt habe, dann so zu bekommen, ohne dass der Postbedienstete oder der Postmitarbeiter, sagt man ja heute, an meiner Tür klingeln muss. Das muss er nicht mehr, sondern er lädt das ganz normal in der Packstation ab und ich hole es mir ab. Meistens dunkel, so wie es unsere Kundschaft macht, mit Kapuze, bisschen vermummt und dann wird das abends eben aus der Packstation gezogen. Die zweite Möglichkeit sind sogenannte Haustrops. Ich weiß nicht, ob der Begriff einer von Ihnen schon mal gehört hat. Haustrops bedeutet nichts anderes als das Kapern von bestimmten leerstehenden Wohnungen, leerstehenden Briefkästen oder einfach Möglichkeiten, wo ich bestimmte Dinge abwerfen kann, ohne dass, oder die Post bestimmte Dinge abwerfen kann, ohne aufzufallen. Meistens sind das in Problembezirken, in sozialen Brennpunkten dann leerstehende Briefkästen, die übernommen werden. Häufig machen es die Täter so, dass dann nicht einfach auch ein leerstehender Briefkasten übernommen wird, sondern da macht man nochmal 3 weitere Briefkästen dazu. Die kauft man und hängt nochmal das Ganze nebendran und beschriftet diese entsprechend mit dem Namen des Käufers, unter dem der Käufer die Bestellung veranlasst hat. Und schon habe ich eine sichere Möglichkeit, dann letztlich hier eine anonyme Empfangsstation, Empfangsmöglichkeit zu gestalten. Dann sind die Täter im Regelfall so erfinderisch, dass man häufig dann auch an Klingeln manipuliert. Das heißt, man macht bei irgendeinem größeren Haus eine falsche Klingel dran, beschriftet die mit dem entsprechenden Namen und lässt die Klingeln dann eben auf dem Handy ein bestimmtes Signal auslösen und läuft dann hin und sagt, Moment, ich bin der und der, Sie haben gerade bei mir geklingelt, ich hole mal das Paket bei Ihnen ab. Also hier sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt und die Täter versuchen alles, um in irgendeiner Weise anonym zu bleiben. Das muss nicht derjenige machen, der irgendwie einen illegalen Gegenstand im Darknet kaufen möchte, sondern er bezieht diese Dienstleistung. Er kauft sich diesen Haustrop und er kauft sich diese Packstation, indem er einfach mal im Darknet die richtigen Leute anspricht und sich diese Dienstleistung verschafft. Hier vielleicht auf der nächsten Seite die Übersicht, da sehen Sie, wie Packstationen verkauft werden, und zwar in Hülle und Fülle. Das ist letztlich nichts anderes wie eine Infrastruktur, die von Kriminellen gehäuft und im großen Umfang verwendet wird dafür
und für die Begehung von solchen Straftaten sehr, sehr wichtig ist. Kostenpunkt für eine Packstation, die gehackt ist und mit Falschpersonal eingerichtet wurde. Die Preise gehen irgendwann bei 25 Euro los und gehen irgendwann auch. Es hängt so ein bisschen davon ab, ob diese Packstation schon benutzt wurde, ob diese Packstation benutzt wurde oder nicht, weil bei der Benutzung natürlich ein Risiko da ist, immer aufzufallen. Dann gibt es, wenn ich meine Lieferkette verschleiern möchte, auch sogenannte Läuferdienste. Das heißt, ich beauftrage über das Darknet, über das Internet irgendwelche Leute, die mir die Sendung abholen und diese Sendung irgendwo platzieren. Wir kennen auch Fälle, wo die Sendung dann einfach mal nachts auf irgendeiner dunklen Brücke oder dunklen Straße einfach mal in ein vorbeifahrendes Fahrzeug dann reingeworfen wird, zu dem derjenige dann das Kommando bekommt zu gehen. Und so bleibt man möglichst weit oder möglichst viel unentdeckt und kann das Ganze letztlich soweit anonym halten. Häufig nutzen, damit das Ganze nicht auffällt, die Täter dann auch irgendwelche unauffälligen Firmenanschriften. Dann wird irgendwie eine Bestellung versandt und dann wird eine Bestellung in Auftrag eine Bestellung versandt und man, damit das Ganze letztlich von der Polizei oder von anderen Behörden nicht irgendwie auffällt, schreibt man dann als Absenderanschrift irgendein Unternehmen auf. Dann legt man eine DVD rein oder ein Unternehmen, was so ein bisschen nach DVD-Verkauf klingt. Und so wird das Ganze abgewickelt. Man versucht sich also auf allen Ebenen so ein bisschen letztlich das Ganze anonymer zu gestalten. Lieferkette hatten wir mit Ihnen besprochen. Verschleiert, verschlüsselt wird letztlich dann auch der Zahlungsweg. Hier ist Bitcoin eigentlich die Währung Nummer 1 im Darknet, eine elektronische Währung. Das Thema würde ich ganz gerne Herrn Hintermeyer überlassen, der das Ganze ein bisschen ausführlicher beleuchtet. Bitcoin ist Zahlungsmittel Nummer 1 im Darknet, weil Bitcoin anonym ist. Gleichwohl gibt es hier bei Bitcoin keine absolute Anonymität. Auch für uns gibt es Möglichkeiten, über Bitcoin dann letztlich Personen zu identifizieren. Wie gesagt, nur ganz kurz, Sie sehen es, Nummer 1 mit inzwischen einer sehr, sehr hohen Marktkapitalisierung. Aktueller Stand, glaube ich, beim Bitcoin heute, ein Bitcoin kostet über 2000 Euro. Das heißt, man kann damit durchaus auch Kapitalanlage machen und das machen die Täter teilweise auch. Wie wird auch bezahlt? Auch wieder ganz normal per Post. Letztlich dann, indem man einen bestimmten Geldbetrag dann in einen Umschlag steckt, in eine Paketsendung steckt und diese Paketsendung an den Verkäufer dann übersendet, damit dieser sein Geld bekommt. Auch das ist eine nicht seltene Variante, wie hier bezahlt wird. Jetzt will ich zum Schluss noch ein ganz knappes Thema ansprechen, weil einige von Ihnen sich denken, jetzt hat der Täter ganz, ganz viel Geld gemacht mit Bitcoins und er möchte aus diesem Geld so schnell wie möglich dann auch reales Geld machen. Er möchte Bitcoins zu Euros machen. Und dazu muss er ja irgendwie eine Bankverbindung auch haben. Und für diese Bankverbindung möchte er möglichst nicht sein eigenes Konto zur Verfügung stellen. Dafür holt man sich sogenannte Bankdrops. Das sind Bankkonten, die mit Falschpersonalien eingerichtet wurden. Die sind relativ teuer. Es geht ungefähr bei 1.500 meistens los, 1.200. Und dafür bekommt man dann ein Bankkonto, was mit Falschpersonalien eingerichtet wurde. Man sagt dem Einrichter im Regelfall dann auch, wie viel das kostet, welche Personalien dieses Bankkonto haben soll, auf welche Person das eingerichtet werden soll und bekommt das Ganze auch nochmal als Dienstleistung. Auch hier sehen Sie absolute Verschleierung und die absolute Konspiration, die man wählen kann auf allen Ebenen. Wenn wir einen Täter haben und wir haben einen Täter identifiziert, dann bedeutet das für uns noch lange nicht, dass wir, wenn wir in seine Wohnung gehen und eine Hausdurchsuchung, eine Wohnungsdurchsuchung durchführen, alles haben. Sondern häufig ist das Bild so, dass wir irgendwo im Wald dann eine Kiste finden, unter Nutzung bestimmter Möglichkeiten. Und diese Kiste enthält dann das Eigentliche, nämlich die Waffen oder die Infrastruktur dafür. Sie sehen ja Paketmarken, um Pakete abzugeben, die über das Darknet gehandelt werden. Und das Handy, mit dem dann letztlich dann auch kommuniziert wurde, wo der Tor-Browser installiert ist, wo ich dann die erforderliche Kommunikation dazu geführt habe. Jetzt der letzte Punkt, Herr Hintermeyer, sind gleich soweit fertig. Kinderpornografie. Kinderpornografie ist auch ein Darknet-Thema. Das heißt, es ist ein Thema, was sehr, sehr viele Täter aus dem pädophilen Bereich inzwischen angelockt hat und mit dieser Versuchung der Anonymität letztlich dann auch das Kinderpornografie-Angebot im Darknet hat massiv steigen lassen. Das bedeutet, dass sie im Darknet auch viele Kinderpornografie-Plattformen haben, dass diese Plattformen nach wie vor wachsen, auch wieder vom Markt verschwinden, neu dazukommen, die Szene also in ständiger Bewegung ist. Hier finden Sie, und das stellen wir fest, häufig dann auch den eigentlichen Nischenplatz für sogenannte extreme Kinderpornografie. Kinderpornografie ist immer extrem, aber auch hier gibt es eben bestimmte Arten von kinderpornografischem Material, die dann besonders extrem ist, nämlich solche, die mit Misshandlungen von Kindern verbunden sind oder halt mit schweren Tätigkeiten auch gegen Kinder. Auch dafür hat sich im Darknet letztlich dann eine Nische etabliert. Auch hier versuchen die Täter unter Nutzung
dieser Verschlüsselungsmöglichkeiten der Strafverfolgung zu entgehen. Und zum Schluss, damit Sie einfach mal einen Überblick haben, was das für eine dynamische Welt ist im Darknet, einfach mal ein Beispiel über ein Kinderpornografieangebot, was es in der Vergangenheit gab, damit Sie einfach sehen, wie marktorientiert hier sich die Strukturen gebildet haben und wie innovativ, müsste man fast sagen, teilweise Tätergruppen hier arbeiten. Das ist ein Angebot einer kinderpornografischen Plattform, die Personen animieren sollte, Kinder zu missbrauchen, Videos herzustellen von den Handlungen und diese Videos zum Verkauf anzubieten. Das bedeutet eins, normalerweise gibt es hierfür keinen wirklich großen Markt, das heißt, diejenigen, die das verkaufen, müssen im Regelfall einen relativ hohen Aufwand fahren, damit sie etwas verkaufen. Dieser Anbieter wollte diese Möglichkeit relativ offen und weit gestalten und hat das Ganze als sogenanntes Crowdfunding angeboten. Das heißt, man hat ein entsprechendes Video produziert und zum Verkauf eingestellt und dieses Video konnte dann von mehreren Personen gemeinsam erworben werden, indem man einen bestimmten Geldbetrag gemeinsam aufgebracht hat. Dann wurde dieses Video für diejenigen, die sich beteiligt haben an dem Betrag, freigeschaltet und sie, diejenigen, die letztlich dann den gemeinsamen Kaufpreis finanziert haben, bekamen dann das Video. Sie sehen, absolut innovativ eigentlich schon, aber auch das zeichnet die Darknet-Szene heute aus. Es ist also sehr, sehr viel Innovation dabei, es ist sehr viel Entwicklungspotenzial dabei und wir sind, wie ich es Ihnen zu Beginn auch gesagt habe, erst am Anfang einer Entwicklung und wir werden in einigen Jahren, auch was den Bereich Darknet angeht, noch ein erhebliches Stückchen weiter mit einer erheblich gewachsenen Szene sein, mit erheblich größeren letztlich dann Umsätzen, die Verkäufer hier durchführen und mit mehr Menschen, die sich in diesem Bereich tummeln und Straftaten zu begehen. Also weiterhin ein Brennpunkt. Und ein Brennpunkt, der uns auch in Zukunft beschäftigen wird. Damit bin ich am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke.